Ja, nun kommt so ein Ball. Der Volley von Edberg auf der Linie. Kernsache. Olsson. Tronta. Zum ersten Mal spielt Becker durch die Mitte, erarbeitet seinen ersten Breakpunkt. Edberg protestiert. Premier Service. Er hat den Ball auf der Linie und Richard Kaufmann lässt den Aufschlag wiederholen, obwohl das magische Auge sich gemeldet hatte. Ist natürlich jetzt irritierend, ja, wenn die Maschine signalisiert, dass der Ball aus war und der Linienrichter ihn gut sieht. Man sollte sich entweder auf die Maschine oder auf den Menschen verlassen. Oh la la, der war aber haarscharf auf der Linie. Vielleicht können wir das in Zeitlupe nochmal sehen. Nein, diese Einstellung bringt das nicht. Avantage, Becker. Egalität. Avantage, Edberg. Das hätte ein giftiger Ball werden können, weil Becker. Noch einmal Zeitlupenstudie, während Boris Becker wiederum Selbstgespräche führt. Aber lange nicht mehr so grimmig wie in den ersten beiden Sätzen. Nochmal die Zeitlupe. Schön weit rausgetrieben mit dem ersten Aufschlag. Ein sicherer Flugball. Wrong to zero. Ass Nummer 9. Tronta.
Das sah zumindest gleich danach aus, dass dieser Return noch so gefährlich werden könnte. Aber die Antwort von Becker noch besser mit diesem Volley-Stopp. Auch Stefan Edberg holt das Letzte aus sich heraus. Überraschender Topspin-Lob. Avantage. Und nun Breakmöglichkeit für den Schweden. Das erste Break im vierten Satz gegen Boris Becker. Nochmal die Zeitlupe. Edberg nutzt die erste Chance zum Angriff. Dann ein schöner Passierschlag. Überlegter Lob. Natürlich ist es richtig, dass Becker nach vorne kommt. Dass Edberg aus dieser Situation heraus einen Topspin-Lob schlagen kann, ist verblüffend. Bitter natürlich der Spielverlauf für den Deutschen, der 30-0 geführt hatte. Dann, so schien es, einen punktebringenden ersten Aufschlag servierte.